Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Fohlen 80 mit einem weiteren Unboxing-Video und ich bekam ein Paket von Zavi und ich habe das schon mal reingeguckt, ja, von vornherein mal raus, ich bin etwas im Arsch, denn ich habe nämlich eigentlich heute Nachtdienst und noch 4 Nächte noch vor mir und irgendwie, ja, meine Frau hat heute Frühdienst, also musste ich heute bis um 14 aufbleiben, um mit Emma in den Kindergarten zu bringen. Und ich habe danach nicht mehr wirklich viel geschlafen. Ich bin um 11:30 wieder aufgestanden und jetzt bin ich ein bisschen... Aber ich will euch ja das gleich das nächste präsentieren von meiner Sammlung, ist klar. Und lange Rede, kurz, also es kann sein, dass ich mich ein bisschen wirklich extrem viel verbabbel und ja, ihr wisst ja, wie ich drauf bin, immer. Okay. Da ist ein Steelbook drin und zwar, es handelt sich um Last Action Hero mit Arnold Schwarzenegger aus dem Jahr 1993 in dem coolen Zavi Exklusiv Steelbook. Und ja, Zorro, die Macht des Zorro war wirklich ein Reinfall von Zavi, ausnahmsweise mal, weil eigentlich macht Zavi wirklich immer sehr gute Steelbooks. Und das hier ist schon wieder richtig geil. Also das ist eine Tiefen- und eine... Anhebung, es ist wirklich einfach nur genial, genial. Und das Coole ist auch noch, es hat einen deutschen Ton, ja, richtig klasse. Und ich bin total begeistert von diesem Teil, muss ich ganz echt zugeben, wow. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, Englisch, Französisch und Deutsch ist hier als Audio-Tonspur drauf. Leider sind hier keine Angaben von Bonusinhalt dabei, finde ich sehr schade. Der Film geht 131 Minuten und den Film gibt es eigentlich schon lange auch auf Blu-ray, aber... Ich habe mich immer geweigert, mit denen zu holen. Denn ich dachte, okay, irgendwann kommt doch mal ein Steelbook. Und tada, da ist es jetzt nun. Und richtig cool. Ich mache mal auf. Und das schauen wir uns mal genauer an. Es ist eher ein, wir haben eher matt gehalten, das Steelbook. Richtig geil. Also richtig cool. Und eben hier, seht ihr schon die Tiefen bringen und die Anhebung hier. Action Hero ist natürlich hier auch tiefengeprägt hier rein und halt Hero ist natürlich normal hoch. Hier Action ist tiefengeprägt. Eigentlich ist das komplette Steelbook hier vorne komplett geprägt. Diese ganze Schrift wirklich der Rahmen hier ist aber nicht geprägt. Mhm. Und das soll sozusagen das Big Ticket for 93 darstellen. Und auf jeden Fall richtig cool. Ich finde auch den Film absolut klasse. War leider auch nicht so erfolgreich, dieser Film. Aber wie gesagt, ich fand ihn trotzdem richtig geil und freue mich auch, ihn wieder anzugucken. Denn, wie gesagt, Schwarzenegger ist für mich einfach ein richtig cooler Schauspieler, wie ich finde. Und ja, an der Seite steht eben Last Action Hero dran, ohne weiteren Filifanz. Und hinten drauf auch ein richtig cooles Backmotiv. Absolut genial. Eine Zeichnung ist das, kein Filmszene, sondern wirklich eine schöne Zeichnung. Und sieht richtig klasse aus. Jetzt gucken wir mal noch innen rein. Und da befindet sich dann das ganz normale Blu-ray-Disc, das man auch so in Deutschland auch kennt. Das ist, glaube ich, das Cover-Motiv von der Amaway. Gefallen tut es mir jetzt nicht, aber gut, das ist die Disc, das ist egal, die kommt in den Player rein und dort nicht so dramatisch. Ja. Und dann auch ein richtig cooles Backmotiv in Farbe, wie es ausschaut. Richtig klasse. Und auch das gefällt mir richtig gut. Man erkennt es bloß extrem schlecht, weil es nicht sehr hell ist, das ganze Bild. Aber hier eben Arnold Schwarzenegger vorne drauf. Hinten drauf und trotzdem richtig cool und ich bin auch sehr froh, dass ihr meine Sammlung bekommen zu haben. Ist, denke ich, auch schon ausverkauft bei Zavi und das Steelbook ist auch wirklich sehr gut verarbeitet, es ist wirklich sehr schwer auch und schaut richtig cool aus, hat auch einige Abnutzungserscheinungen, auch soll es so darstellen hier an den Seiten und wie gesagt, es schaut richtig cool aus und gefällt mir wirklich wie die Seuche. Ja, das war's von mir. Von diesem schönen Unboxing-Video von Last Action Hero von Zavi exklusiv. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Und ich hoffe, ich kann noch ein bisschen schlafen jetzt. Mal gucken. Und bis zum nächsten Mal. Euer Fohlen 80. Tschüss.